Das Weltcup-Skispringen am letzten Januarwochenende im Rahmen der FIS-Team-Tour 2011 auf der Mühlenkopfschanze in Willingen hatte in diesem Jahr besonders gute äußere Bedingungen. Ideale Schnee- und Wetterverhältnisse machten die Veranstaltungen für die Akteure, die insgesamt über 30.000 Zuschauer und die Organisatoren zu einem echten Highlight. Und die gesamte Weltelite war mit nationalen Mannschaften aus 10 Ländern ins Hochsauerland gereist. Die deutschen Adler hatten zwar die Teamwertung im vergangenen Jahr gewonnen, aber in den Einzelkonkurrenzen der Saison meist das Nachsehen. Es sollte diesmal anders kommen. Am Freitagabend stand das Qualifikationsspringen auf dem Programm. 51 Einzelspringer flogen in die Tiefe und nahmen sich anschließend viel Zeit, die mehr als 6.000 begeisterten Besucherinnen und Besucher mit Autogrammen zu versorgen, für Fotos zu posieren und Interviews zu geben. Wiedergelesene, und das ist gut so, aus Österreich, Gregor Schmierenzau. Ja, also es lohnt sich doch auch für die Skispringer, hier nochmal runterzugehen. Severin Freund, der deutsche Überflieger der Saison, war von allen Seiten belagert. Aber das war nur der Anfang. Riesige Stimmung im Stadion an der Mühlenkopfschanze. Bei der anschließenden Eröffnungszeremonie wurden die nationalen Teams vorgestellt und interviewt. Der Wolfgang Leitzel. Der Fettner Manuel. Am heutigen Tage noch nicht gesprungen ist, aber Pilov Roman Trofimov 80 Weltcups in seiner Saison bestritten. Welche Ziele hat Noriaki Kasai noch in seiner Karriere? Noriaki, you're 30 years old now and this is your 380th World Cup competition. What are your aims for the future? Ich mag Birigen, sehr! Björn Einar Röhren, Rune Welter und den Trick für die... Also morgen wird am Start sein auf Position 1 Michael Uhmann. Auf Position 2 Martin Schmidt. Auf Position 3 Michael Neumeier. Und auf Position 4 Severin Freund. Und was gibt es morgen zu deinem 33. Geburtstag? Wird reingefeiert? Reingefeiert nicht, aber ja, ich hoffe, dass ich gut springe, dass wir alle einen tollen Wettkampf sehen. Ich mit unserer Eröffnungsfeier hier noch nicht am Ende, denn jetzt erwartet uns ein weiterer Höhepunkt. Der Samstag stand ganz im Zeichen des Teamwettbewerbs. In einem spannenden Springen siegte erwartungsgemäß die starke österreichische Mannschaft. Die deutschen Springer erkämpften einen guten zweiten Platz und verwiesen die Polen mit Adam Malysz auf Rang 3. Der Höhepunkt des Wochenendes war eindeutig das Einzelspringen am Sonntag. Im Kampf um Meter und Haltungsnoten konnte der deutsche Überflieger Severin Freund mühelos mit der versammelten Weltelite mithalten. Mit Werten um die 140 Meter ein hochkarätig besetztes Feld. Die österreichischen Stars Morgenstern und Schlierenzauer verpassten den Kampf um die Podestplätze. Severin Freund siegte knapp vor dem Österreicher Martin Koch und dem Schweizer Simon Ammann und wurde vom Publikum begeistert gefeiert. Skispringen in Willingen. Eine Traumkulisse um die größte Schanze der Welt, begeisterte Fans, super Organisation und spannende Springen.
und vor allem eine riesige Party.